Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe gerade den Livestream gemacht zum neuen PC, also vom neuen PC, weil ich da ein bisschen was eingestellt habe. Ich hatte auch schon Odin was shoppen gemacht, beziehungsweise das Vor-Unboxing vom PC. Also ich denke mal, ich werde es Odin was shoppen nennen, Mindfactory Spezial oder irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe noch zwei Artikel, weil das kam heute. Nee, das kam eigentlich, wo die Fritteuse... wo der PC auch kam und das kam heute. Das habe ich bei Amazon, sieht man es? Ja, Amazon geholt. Weil ich brauchte für den PC ja auch noch einen Controller. Ich habe zwar so ein Ding, dass ich meinen PlayStation-Controller nehmen kann, aber ich habe gedacht, vielleicht einen reinen Controller, das werden wir auch dann noch demnächst testen, einen reinen Controller für die PlayStation, das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Und dann haben wir ja noch die Fritteuse, die werden wir auch gleich unboxen, beziehungsweise zeige ich euch. Und dann werden wir noch ein Video machen, wie wir sie befüllen und uns das erste Mal die Fritteuse angucken. Easy SMX Gaming. So, sieht jetzt eher unscheinbar aus, aber da verbirgt sich falsch rum aufgemacht, so rum, da verbirgt sich ein Controller drunter. Und den haben sie halt in zwei verschiedenen Varianten gehabt. Ich habe jetzt den schwarzen, die haben auch einen schwarzen mit rot gehabt, aber da waren dann die Analogsticks nicht Analogsticks. Also auf der einen Seite, der hier war dann halt ein Kreuz, also das war hier unten und das war hier oben, so wie beim Xbox Controller. Und wollte ich nicht, ich wollte eigentlich so wieder haben. Deswegen habe ich mir den geholt. Wir können den auch per Kabel anschließen. Ist alles kein Problem. Da werde ich aber nochmal ein extra Video dazu machen, wie wir das anschließen werden und dann gucken, wie der denn läuft und ob er läuft. Da mache ich dann nochmal ein separates Video zu. Ein Unboxing brauche ich da nicht machen, weil ist halt nur ein Controller, den wir so auspacken. Und die Rotortöse von D-Longly. Ich werde euch mal ein Stück weiter wegstellen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht, weil die ist ein bisschen größer. Die müssen wir jetzt mal aufmachen. Ich habe auch schon alles vorgeholt. Viele haben auch gesagt, ich soll mir eine Heißluftfritteuse holen. Die werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal holen. Aber Frauchen mag das halt mit Öl und so traditionell Pommes. Und hier ist halt, dass der Korb so schräg drin und die rotiert und dadurch braucht man weniger Öl und so. Da sind wir dann mal sehr gespannt. Hier seht ihr sie. Und die Heißluftfritteusen, die waren halt noch teurer und hier habe ich jetzt bezahlt anstatt 120 69 Euro. Ach, glatt 69 oder 69,95? Ich glaube glatt 69 Euro habe ich bezahlt. So. Können wir das auch? Ich habe, die Nachbarn werden auch langsam auf die Palme gehen, weil ich habe, allein vom PC sind 4 gelbe Säcke voll geworden. Und dann hatte ich ja noch meinen normalen gelben Sack, also habe ich 5 gelbe Säcke runtergebracht und jetzt wird schon wieder fast ein gelber Sack voll. So. Und da haben wir das gute Stück. Aber, also ist jetzt nicht nur ein Grund, wegen dem Rotor, warum ich die jetzt mir ausgesucht habe. Jetzt hole ich euch doch mal wieder ein bisschen was dran. So. Wenn wir das Heft noch wegpacken. Ich muss hier ohne aufräumen, das sieht aus hier. So. Hier haben wir denn so ein langes Ding, was ein bisschen aussieht wie ein Dünnet. Guck mal, Hase. Sieht aus wie eine dünne Analkugel oder so. Ja, mit so einem, wo man den ziehen kann. Das zeige ich euch gleich. So, und dann müssen wir das hier hoch machen. So, können wir das hier rausnehmen. So, dann haben wir denn hier noch eine Anzeige. Und hier, das ist der Korb. Guck mal, also doch ein bisschen klein, war.
reicht. Und praktisch nur das hier unten dreht sich. Das hier oben bleibt starr. Die kann man dann hier drin machen. Wartet mal, ich muss mal gerade gucken, wie das hier reinkommt. Ach so, hier runter, so. Und dann macht man das hier so runter. Und dadurch dreht sich das jetzt hier hoch. Und dann kann man das einfach rausheben und kann man umschütten. Also das ist richtig fest, das kann man auch nicht abmachen. Das ist auch ein Plastik und verschraubt. Also ich hoffe, dass das auch hält, weil bei den letzten Mikrowellen, ach Quatsch, Fritteusen, die ich hatte, sind mir immer diese Griffe kaputt gegangen. Aber das ist die Longli. Ich denke mal schon, dass man da Qualität bekommt. Und hier seht ihr das dann praktisch. Hier ist dann halt so ein Ding, das dreht sich. Hier unten haben wir dann praktisch, soll von außen auch schön kalt bleiben. Ja, und da ist es dann halt so schräg drinne und dreht sich. Deswegen braucht man halt praktisch nur bis zur Hälfte ist hier so Öl drinne und dann dreht die sich so irgendwie. Und warum ich gerade die genommen habe, weil ich hatte mir auch noch eine von Miele angeguckt, ist eigentlich, wie macht man das jetzt auf? Achso, hier, einfach ziehen dran und dann hat man hier so einen Gummischlauch und der geht nach innen und da kann man dann, ist hier so ein Pfropfen drauf, Moment, muss ich kurz gucken, dass ich den, oh. Ja, ich bin hier vorsichtig, Hase. Ah, so, ist fest drauf, ist so ein Plastiknippel drauf. Und der verschließt das praktisch. Und wenn dann was drin ist, kann man hier einfach damit lang gehen und praktisch sauber machen mit dem Ding, dass, wenn hier irgendwas drin ist in der Leitung, damit weiter das Öl abfließen kann, wenn man sie denn putzt. Deswegen war auch ein Grund, warum ich die genommen habe. Das verstauen wir jetzt hier wieder drunter. Und dann kann ich euch das zeigen. Das ist nämlich hier unten. Da dieses, diesen silbernen Pinüppel, den ihr seht, da fließt es dann ab. Ja. Ich bin mal gespannt. Also wir haben extra. Achso, muss ich erstmal ziehen. So, und dann geht das hier runter. Achso, das bleibt so. Nee, ich guck gerade nur. Achso, das bleibt so. So. Und dann dreht sich das da drinnen. Und hier oben haben wir dann auch halt noch einen Filter drin, den können wir auch rausnehmen. Da habe ich aber jetzt noch keinen Ersatzfilter. Da muss ich mir demnächst dann noch Ersatzfilter holen. Das ist dann so ein Ding. Das soll dann, ich hoffe, dass dann meine Küche nicht mehr die ganze Zeit nach Pommes und so was riecht. Weil bei meiner jetzigen ist kein Filter drin. Wartet, ich muss das runter machen, dass ich das vernünftig raufkriege. So. Und dann zumachen. Und dann haben wir ja hier den Filter. Ich bin mal gespannt. Wir haben uns extra auch nicht nur Pommes geholt. Oh. Wir haben uns noch Corn Dogs geholt. Nuggets haben wir uns geholt. Und wie heißt das? Was haben wir noch geholt? Diese mit Käse. Was war da? Käse-Jalapeno-Bällchen. Aber nicht für mich, weil ich mag es nicht scharf, aber meine Frau. Und dann die Käsebällchen haben wir auch, wa? Irgendwas mit Mozzarella-Dingsbums. Das haben wir uns auch geholt. So, das muss ich dann ins Schubfach machen, dass das nicht wegkommt. Ja, das soll jetzt auch soweit zum Odin-Was-Shoppen gewesen sein. Nochmal danke und einen Daumen hoch an die Leute, die mich eben im Stream so toll unterstützt haben. Habt ihr euch von mir einen Daumen verdient. Ich werde, entweder machen wir heute Pommes oder morgen. Und dann werden wir, dann war ich auch im Video, wie ich das befülle und nach dem ersten Mal und sowas alles. Und wir haben hier auch die Temperaturen drauf stehen. Pommes 8 Minuten, 190 Grad oder 370 Fahrenheit. Zwiebeln 190 bei 4 Minuten. Hühnchen 7 Minuten, 170. Fisch 8 Minuten, 160. Und da haben wir dann nämlich hier noch so ein Drehrad, wo wir dann halt praktisch die Temperatur einstellen können. Geht bis 190 Grad hoch. Und wir lassen es natürlich logischerweise auf 190 stehen. So, das soll es jetzt soweit erstmal dazu gewesen sein. Dazu kommt dann auf jeden Fall noch ein Video. Wie gesagt, habe ich gekauft.
von meinem eigenen Geld. Also nichts Sponsoring oder irgendwas, was, wenn, also deswegen steht hier nur so Werbung, selber gekauft von meinem eigenen Geld. Ja, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Und sobald ich das dann benutzt habe, mache ich dann logischerweise noch ein Video. Und ich denke mal, ich werde die parallel oder gleichzeitig online stellen oder so. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ich öle nämlich hier schon wieder weg. Es ist immer noch über 30 Grad in der Bude. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.